So, Itzius, jetzt aber. Tust du mir jetzt den Gefallen? Das wäre äußerst sexy von dir. Ich hoffe, er verhaftet ihn jetzt. Betet mal mit. Sprecht. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da unten würde Audenz rumlaufen. Aber ich glaube, hier läuft der Typ sogar rum, dass er ihn hier verhaftet. Hier bleibst du stehen, das wusste ich. Ich glaube, hier läuft dieser Audenz sogar auch rum. Der verhaftet den sowieso nur, wenn die sich zufällig treffen. Habe ich so das Gefühl. Jetzt ist der Pfeil weg. Warum ist der Pfeil weg? Er hat ihn aber nicht verhaftet. Ihr seht, dass der Pfeil weg ist, ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie lala oder so. Na, dann muss ich ja jetzt doppelt aufpassen, dass ich ihn nicht verliere. Aber verhaftet hast du den trotzdem nicht. Ich hoffe, das tust du jetzt. Ach, gehst du jetzt wieder... wieder schlafen oder was? Nein, nein, wo ist der? Nein! Wo ist der? Was ist? Wo ist Itzius? Ach, da ist Itzius. Er ist im Marktbezirk. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hoffe ich. Ich weiß es doch nicht. Ist das Itzius? Ja, es ist Itzius. Auch behindert, dass sie dann den Pfeil wegmachen. Bitte, nur eine einzige Münze. Was braucht ihr, Meister? Na, jetzt gehst du hier lang, schön. Da ist Audenz. Da ist er. Geh ihn verhaften. Hallo. Nein, red nicht mit dem. Gehört? Adamus Philida wurde getötet. Ermordet von der... Halt, dann bleibst du stehen. Dann bleibst du stehen. Halt. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, du bleibst genau hier stehen. Halt. Halt. Ich lass dich nicht durch. Nein, nein. Bleib hier. Nein. Geh nicht weg. Geh nicht weg. Was sagt ihr, Freund? Schon mal im Einsatz gewesen? Wo ist Itzius? Habt ihr die Explosion nicht gehört? Da ist Itzius. Irgendein besoffener Zauberer warf Feuerbälle auf Passanten. Vier Wachleute waren nötig, ihn in Gewahrsam zu bringen. Audenz Avidius, ihr seid wegen Erpressung und Bagatelldiebstahl verhaftet. Ergebt euch friedlich und bewahrt euch euren letzten Rest Würde. Ich bin überrascht, Itzius, dass ihr euch dazu hergebt, einen Hauptmann und Kollegen zu verhaften. Nur die, die das Gesetz brechen. Eher gehe ich ins Gefängnis, als gegen euch zu kämpfen. Eines Tages komme ich heraus und dann wird der Falschspieler, der mich verraten hat, bezahlen. Na, er hat seine normalen Klamotten an und muss ihm jetzt hinterherlaufen. So, er wurde verhaftet, schön. Dann können wir uns ja jetzt um einen anderen Quest kümmern, aber den muss ich erst suchen und so lang schalte ich euch aus. Ich hätte euch doch nicht ausschalten brauchen, weil ich habe das schon gefunden, wo wir hin müssen. Merkt euch diese Position, weil das ist noch kein Quest. Also es ist, da ist die Kaiserstadt und hier ist Kolote oder wie auch immer es heißt. Da werden wir jetzt mal hingehen. Gehen wir rein. Erkunden wir ein bisschen die Gegend.
frage mich gerade, ob ich mit dem Dolch so zufrieden bin, aber ich glaube ja. Aha. Ich traue dem Frieden hier nicht so ganz. Also hier wohnt noch keiner. Es hat mich noch keiner angegriffen. Naja, gut. Hier wohnt niemand. Was soll das? Sind die alle schlafen gegangen? Da steht bestimmt keine. Nein, da steht natürlich keine Truhe. Warum auch? Aha, da habe ich das aufgemacht. Hier geht's nicht weiter. Nein. AI, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Oder? Aha. Was ist jetzt passiert? Ich habe eigentlich mit was anderem gerechnet, aber egal. Hier wohnt wirklich keiner, was soll das? Naja. Wir haben es gefunden, Eileidenstatue. Dann können wir jetzt schon praktisch fast wieder gehen. Ich dachte, da war auch eine Truhe. Ich bin schon so verwirrt hier. Na gut, dann gehen wir einfach wieder. Ich habe das, was ich... Aha, hi. Wir haben die tolle Eileidenstatue. Und schon kommen ein paar Zombies. Ja, ich hab euch auch lieb. So, ich will hier nur wieder raus. Das wäre sehr nett. Naja, ob ihr mich da unten gesehen habt oder nicht, ist mir egal. Wow, den Weg habe ich mir sogar mal gemerkt. Mann, bin ich gut. Ausnahmsweise, ha, habe ich mich jetzt erschreckt. Ich dachte, wer steht denn da? Das kann jetzt lustig werden. Ist hier irgendwas in der Nähe, wo ich mich retten könnte? Ja, natürlich keine Herberge, warum auch? Ja, aber, ja, Kaiserstadt oder schnell nach Praville? Ich würde sagen Kaiserstadt. Weil da will ich sowieso hin. Oh. Jetzt weiß ich auch, wann ich das schon gefunden hatte, als ich nach dem Nirnwurz gesucht habe. Wir schwimmen. Ich weiß nicht, was mich hier jetzt noch angreifen möchte. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich schwimme einfach. Gott, wie schlecht die Grafik gerade ist. Aber ich glaube, das liegt auch an der CD, weil die ist ziemlich kaputt. Schon wieder. Muss ich meine dritte CD nehmen. Ach ja. Schön schwimmen. Könnte ich jetzt auch gut vertragen bei dem warmen Wetter. Aber zum Glück ist es in meiner Wohnung angenehm. Wenn es hier drin auch so warm wäre, ich glaube, ich würde heulen. Ah. So, Tempelbezirk. Weil diesen Quest, den habe ich erst einmal gemacht. Ist das hier überhaupt richtig? Naja, wir warten, bis uns jemand anlabert.
Uns hat noch niemand angelabert, aber ich glaube, hier sind wir auch falsch. Gehen wir dahin. Ach, hi Itzius. Alte Socke, wie geht's dir? Und wir wurden halt immer noch nicht angelabert. Das ist doch blöd. Ich weiß aber, dass der Typ, der uns anlabert, eigentlich hier rumlaufen müsste. Bist du das? Nein, das bist du nicht. Seid mir gegrüßt. Oder doch? Nein. Ach, hier liegt immer noch unser Matthias Draconis. Hat immer noch kein Grab bekommen. Itzius lebt auch noch. Eine zwielichtige Vergangenheit hat. Wenn ihr gerade ja. Lernt, Schlösser zu knacken, dann warte ich nochmal. Und es ist immer noch keiner da, der uns anlabert. Tja, das ist sehr schade. Gute Nachrichten, Bürger. Naja, aber dann sind wir hier, glaube ich, auch trotzdem falsch. Sprecht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, wir sind hier sogar sehr richtig. Weil da wohnt unser Auftraggeber, aber der muss uns erst... Ich gehe da jetzt einfach rein. Seid gegrüßt. Jolring, der Diener. Ich diene Meister Umbacano seit vielen Jahren. Mein Meister Umbacano ist in ganz Cyrodiil als Sammler von eileidischen Antiquitäten bekannt. Er ist immer auf der Suche nach seltenen Artefakten aus dieser Zeit. Warum fragt ihr? Habt ihr etwas, das meinen Meister interessieren könnte? Ich habe ein Eileiden-Artefakt zu verkaufen. Wirklich? Dürfte ich es bitte einmal sehen? Zeigt ihm die Eileiden-Statue. Ich glaube, mein Meister würde euch gerne sofort sprechen, wenn ihr mir bitte folgen wollt. Ja, gerne. Warum hast du mich nicht angelabert? Ich musste auf dich warten, du Idiot. Ach, geh doch einfach die Treppe hoch. Mein Gott. Ist aber eine komische Treppe. Sehr steil vor allem. Was kann ich für euch tun? Was, wer, wie, wo? Ach, da bist du. Ja? Habt ihr etwas, das für mich von Interesse sein könnte? Oh, einer der 10 Ahnen. Haltet ihn hoch ins Licht. Ja, vorzüglich. Es war ganz richtig von euch, ihn zu mir zu bringen. Ich bin daran interessiert, mir alle 10 dieser Statuen anzueignen. Wenn ihr sie zu mir bringt, wenn ihr sie findet, bezahle ich euch für jeden von ihnen das Doppelte. Ich würde euch diese Statue zu gern sofort abnehmen. Ich nehme doch an, das ist der Grund eures Besuchs. Verkauft die Statue für 500 Goldstücke. Wunderbar. Vergesst nicht, ich zahle euch gern denselben Preis für jede weitere, die ihr findet. Und ich verdopple euren Lohn, wenn es euch gelingt, alle 10 wiederzufinden. Ich freue mich auf eine lange und für beide Seiten profitable Geschäftsbeziehung. Oh, du hast aber irgendwie trotzdem schlechte Laune und bist aggro drauf. Ja? Habt ihr noch... Nein. Auf geht's. Ihr habt Arbeit zu erledigen. Geht und belästigt jemand anderes. Hä? Ich war doch so nett zu dir. Naja, gut. Ja, und jetzt muss ich wieder suchen. Dafür schalte ich euch auch erstmal aus.